Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Gothic 2, Vergessen ist nicht vergangen. Wir sind momentan in der Kaserne, kann man nicht sagen, im Buch der Rekruten und Gardisten. So, nenne ich es jetzt einfach mal, wie es ist. Und wir haben hier noch ein interessantes Buch geklaut. Das sind, glaube ich, die Bücher, die der gute Marius gerne hätte. Umso besser besorgen wir ihm den ganzen Quatsch. Ja, wir sind angelangt in Kapitel 2. Wir dürfen jetzt hier in die Burg. Die Jungs, die haben kein Problem mit uns. Wir werden dann wahrscheinlich bald Schatten sein, schätzungsweise. Zumindest will Gomez mit uns sprechen und wir haben Zugang zur Burg. Aber die ganzen Jungs, die reden noch nicht mit uns. Wahrscheinlich erst, sobald wir dann aufgenommen wurden. Hier stehen ja auch ein paar Leute rum. Schlafen die wieder irgendwie im Stehen? Man könnte es fast vermuten. Die Finger. Klar. Klar. Schlafen im Stehen, aber auf jeden Fall sehr aufmerksam. Topfit, die sind direkt. Ja, die müssen ja auch beim Schlafen die Augen nicht zumachen. Die sind direkt auf Achse. Da geht es direkt rund. Ist komisch. Naja, was soll's. Da ist dieser Mitch. Mal gespannt, ob der. Ich darf hier anscheinend nicht hoch. Also komplett freien Zugang haben wir natürlich noch nicht. Auf der anderen Seite, was will auch ein Butler oben in den Gemächern der Truppen? Ne? Vollkommen klar. Das heißt, wir schauen uns hier ein bisschen weiter um. Wir haben jetzt zwei interessante Bücher. Ist das zweimal dasselbe Buch? Ne, ist ein anderes, tatsächlich. Arcanum Gollum Band 1. Magie der Golems. Wenn man schon einmal einen dieser aus den elementaren geschaffenen Kreaturen begegnet ist, Das passiert mir nicht nochmal. wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer Verlass dich auf einflößen jemanden und du können. bist verlassen. Steingolem. Diese steinernen Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte Das und Bögen scheinen diesen Monstern nichts anhaben zu können. Der einzig glaubhafte Bericht von der Man muss Bezwingung gut eines solchen. aufpassen, was man so rum erzählt. War doch klar, dass das Wenn du meinst. Was stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall eines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, bis Ja, dieser geh da lieber schlussendlich raus. Ich habe zerbarst. da meine Erfahrungen und glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Gut. Dann ist es so. Muss immer erst halb die Schrift entziffern. Aber es geht. So, und da vorne ist der Turm kaputt. Doof. Doof, doof, doof. Das Haus der Magier ist auch zu, das heißt, da kommen wir nicht rein. Das heißt, alle magischen Belange wird Milton für uns bearbeiten. Und die Jungs hier sind noch so ein bisschen zum Aufräumen hier. Ich hätte mir das echt mal anschauen sollen, als er noch stand. Naja, egal. Die Mauer hier ist aber noch intakt. Okay, gut, die geht ja auch erst in Gothic 2 kaputt. Ich bin gerade so ein Bauer. Okay. Stone ist an seiner Schmiede. Glücklicherweise. Ah, ein Skip ist auch hier, verkauft wahrscheinlich Kram. Dürfen wir hier rein oder rastet der dann aus? Ansonsten müssen wir nicht bei Nacht hierher kommen. Ja, okay. Da kriegen wir direkt Schwert in den Rücken. Nun gut, dann lassen wir das halt. Oh, hier ist noch ein interessantes Buch. Und Waffenbündel liegen hier auch rum. Waffenbündel? Also wir haben ein drittes interessantes Buch gefunden. Das Lied der Reue. Das haben wir doch schon mal. Am Anfang war die Macht rein und pur, heute. Ja! Das ist doch hier nochmal dasselbe, oder? Methanas Lyrik. Ah ja, was ist denn das für ein Case? Nur verschnörkelt da oder was? So geht's nicht. Waffenbündel. Jetzt haben wir Waffenbündel dabei. Ob wir die noch für irgendwas brauchen? Wir haben sie schon mal. Öffnen kann man sie nicht. Es sind keine Waffen drin. Skip. Wie sieht's aus? Hast du etwas von dem Turmumsturz mitgekriegt? Ich habe von einem Fenster aus gesehen, wie einer der Feuermagier eine Frau und zwei Kerle verfolgte. Dann hat der Idiot einen Feuerball geworfen, der Turm ist explodiert.
Irgendwann sollte Gomez diese Deppen aus der Burg werfen. Na, bitte hinmachen. Zeig mir deine Ware. Verschwinde, Butler. Diese Waffen sind nichts für dich. Okay, das hätte ich mir beinahe denken können. Und Stone hat nichts zu sagen. Das heißt, den lassen wir mal weiter arbeiten und mal gucken, ob wir hier an die Truhen kommen, ohne dass hier irgendeiner eskaliert. Beim Waffenbündel sind doch alle ruhig geblieben. Ja. Bei den Truhen sieht es anders aus. Also bei Nacht werden wir hier auf jeden Fall nochmal große Gewinne einfahren. Aber noch ist nicht Nacht. Reden wir mal mit Milton. Der kann uns vielleicht bei den anderen beiden Quests helfen. Und ansonsten gehen wir mit den drei Büchern mal zu Marius. Vielleicht reicht das. Ja, das ist nicht Milton, das ist Damarok. Ich dachte, da wird Milton stehen. Naja. Ha, genau. Den können wir auf jeden Fall auf den Runstein ansprechen. Verkauft ihr Feuermagier auch etwas? Wir haben einige wertvolle Artefakte und Tränke, die wir selbst herstellen. Allerdings bezweifle ich, dass sich jemand wie du diese Gegenstände leisten kann. Lass das mal meine Sorge sein. Okay. Zeig mir deine Ware. Sieh dich in aller Ruhe um. Bei dem darf man... Ui, oh, Junge. Wir brauchen sehr viel Geld, sehe ich gerade. Wir brauchen sehr viel Geld. Oh, der hat wirklich gute Ware. Ob man den mit Holz zufriedenstellen kann? Alter Vater. Der hat gute Ware. Und den starken. Sollen wir mal den kaufen? Ich kaufe mal einen. Elixier heilender Kraft. Vielleicht reicht es dem Branson ja schon. Alter Vater, Licht hat er dabei, Heilung, Feuerpfeile. Mhm, nicht schlecht. Vor allem die 6 Tränke hier, die werden wir uns auf jeden Fall holen. Da brauchen wir allerdings noch ein paar tausend Erz, du. Ach du Heilige. Ich habe diesen Runenstein gekauft, kann ihn aber nicht benutzen. Wie bist du denn an einen Runenstein gekommen? Zeig her. Ah, wie viel Erz hast du dafür ausgegeben? 50 Brocken. Dann solltest du den Kerl suchen und dir dein Erz zurückholen. Das ist nur ein gewöhnlicher Stein, auf den man mit Farbe etwas rumgemalt hat. Was? In Zukunft solltest du etwas vorsichtiger sein. Es gibt in der Kolonie keine Runensteine zu kaufen. Und selbst wenn du einen echten Stein in die Finger kriegen würdest, könntest du ihn nicht benutzen. Na super. Ich werd's mir merken. Okay. Ich habe gehört, dass die Magier für den Turmumsturz verantwortlich sind. Das kann schon sein. Rede nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Und jetzt verschwinde. Also hoffen wir mal, dass das funktioniert. Wie gesagt, er will ja einen starken Heiltrank, haben wir dabei. Wolfsfälle können wir noch nicht erledigen. Zu Marius Hütte gehen wir gleich mal. Dieser Baal Dezipitur hat mich verarscht, wenn ich diesen Kerl finde. Dann boxen wir den jetzt um. Müssen wir eh in die Richtung. Zu Gombis gehen wir dann schon noch. Das eilt ja jetzt nicht. Also das Haus der Feuermagier ist erstmal nicht zu betreten für uns. Schade eigentlich. Aber naja, was willst du machen? Dann können wir tatsächlich jetzt schon mal so gut wie alle Nebenquests abarbeiten. Also sofern der Marius nur 3 interessante Bücher will. Kann ja sein, dass er mehr braucht. Dann arbeiten wir das mal ab. Und dann nachts sollen wir uns mit Erik treffen. Aber ich glaube, davor sollten wir doch erst mit Gomez reden. Ich habe mal was gelesen, dass man sich bei irgendwas entscheiden muss. Also vielleicht müssen wir eine Entscheidung treffen zwischen Erik und Gomez. Oder vielleicht auch zwischen irgendjemand anders. Und das hat natürlich keinen. Der Kampf startet erst morgen. Genau, und den Kampf müssen wir uns natürlich auch noch angucken. Schade, dass das nirgendwo vermerkt ist. Aber naja, was willst du machen? So, Branson war noch eins weiter. Hey, du! Wo ist er denn? Gut. Hey, du! Mach das nicht nochmal! Du hast da drin nichts verloren. Verschwinde! Nee, das war doch gar nicht seine Hütte. Hier ist erst seine.
Ich war gerade ein bisschen durch den Wind. Hier habe ich einen Trank. Bei Enos. Das hat geholfen. Erstmal abwarten. Ich sollte bald wieder auf dem Bein sein und etwas aufmachen können. So. Heilung auch abgeschlossen. Kann schon sein, aber hier ist ein neuer Butler. Wer ist das denn? Darion. Huh. Jetzt auf jeden Fall nichts mit dir besprechen. Nun gut, dann akzeptieren wir das erstmal so. Da unten ist Nyras, bald Dezipitur ist der andere Sektenspinner. Und zum Marktplatz müssen wir jetzt sowieso. Insofern passt das Ganze ja ganz gut. Direkt zu Marius und zu dem anderen Spinner. Bei der Heilung, der braucht tatsächlich einfach nur einen starken Heiltrank. Kein spezieller Questgegenstand, einfach nur ein starker Heiltrank. Und den kann man ja kaufen. Ist hier irgendwas Neues los? Hat Finn was zu sagen? Muss ich immerhin die Leute abklappern? Na, wer weiß? Was sind hier Neuigkeiten? Neue Quests, neue Menschen. Der Mark ist jetzt hier. Sag bloß, das Holzlager zerwischt. Was tut ihr denn hier? Ist die Brücke repariert? Ha, eher im Gegenteil. Ich halt mich. Wir haben die Baustelle verlassen. Was ist passiert? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe diesen dummen Gardisten von Anfang an erzählt, dass wir schaffen, das Lager nicht alleine verteidigen können. Als dann der Turm umgefallen ist, wurden durch den Krach all die Tiere und Monster im Wald aufgeschreckt. Ein verdammter Schattenläufer ist kopflos ins Lager gerannt und hat uns angegriffen, als wir selbst vom Turmsturz völlig überrumpelt waren. Das Vieh hat so ziemlich die Hälfte meiner Leute abgeschlachtet, bevor wir fliehen konnten. Können die Gardisten das Monster nicht töten? Gomez hat alle Gardisten zurück ins Lager gerufen. In der nächsten Zeit gehen die nirgendwo hin. Hört sich nicht gut an. Ist mir jetzt auch scheißegal. Die Brücke interessiert mich nicht mehr. Ins Waldlager zurück gehe ich nicht. Das ist eben so. Und Aidan? Der ist schon vorher verschwunden. Vielleicht hätte er den Schattenläufer ja erledigen können. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Okay. Zeig mir. Du verkaufst noch was? Jetzt habe ich es übersprungen, das wollte ich gar nicht. Der Gren ist auch hier. Also jetzt sind alle hier im Lager irgendwie. Konntest du deinen Auftrag erfüllen? Ja, dank dir habe ich alle Pflanzen bei den Magien abgeliefert. Du glaubst gar nicht, was ich gekriegt habe. Echten Wein vom Festland. Selbst außerhalb der Barriere auf Korinis ist er wertvoll, haben die mir gesagt. Den hast du hoffentlich für ordentlich Erz verkauft. Blödsinn! Wer weiß, wann ich je wieder eine Chance gehabt hätte, was Ähnliches zu trinken. Den Wein habe ich mir sofort hinter die Binde gekippt. Auch gut. Verlass dich auf jemanden. Kannst du mir noch einmal sagen, wo der Schlüssel liegt und wofür er gut ist? Hinter dem Schmiedefeuer von Stone liegt ein Schlüssel. Damit wirst du die Türe hinten in seiner Schmiede öffnen können. Wenn du jemals in der Burg vorbeischaust, kannst du dich dort dann bedienen. Genau, das wissen wir ja schon. Die Sache ist, hätte ich das übersehen in Kapitel 1 mit dem Kräuterkram bei dem Kerl, dann hätten wir es jetzt auch nicht mehr machen können. Denn jetzt ist er ja auch hier in der Burg, sage ich schon, im Lager. Jetzt überlege ich nur ganz kurz. Wir haben mit allen, glaube ich, gesprochen und alles gemacht, bis auf eines. Wir haben die zwei Gardisten nicht verprügelt, Richtung Cavalorn. Und wir haben mit Quentin nicht gesprochen. Also muss man den verprügeln lassen, weil ich wollte ihn ja umboxen. Aber vielleicht sind die noch da. Oder die haben jetzt ihr Lager gebaut. Werden wir wohl noch herausfinden müssen. Nichts zu tun? Nein, die Magier haben gar keinen Auftrag für mich. Erstmal Pause machen. Noch am Leben? Noch. Der verdammte Turm hat mir meinen Lebensunterhalt zerstört. Die Magier sollen für den Umsturz verantwortlich sein und jetzt macht Gomez denen die Hölle heiß. Für die nächste Zeit brauchen sie mich nicht mehr, weil sie sich um andere Dinge kümmern müssen. Früher oder später muss ich also in die Mine und Erz hacken. Verdammte Scheiße. Hoffentlich haben wir nicht allzu viel verpasst. Auch Snipes ist auch hier. Traurig, dass du nicht mehr Holz sägen musst. Das setzt voraus, dass ich das überhaupt gemacht habe. Und was hast du jetzt vor? Ich lebe in den Moment hinein. Mal schauen, welche Möglichkeiten sich mir bald eröffnen. Und dann nutze ich sie.
Okay, also die ganzen Jungs, die ganzen Questgeber aus Kapitel 1 oder viele davon, sind jetzt zurück im Lager. Und das sind verpassbare Quests. Also wenn man die in Kapitel 1 nicht macht, dann gar nicht mehr. Hoffentlich ist da bei Quentin nichts der Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass man beim Quentin vielleicht das Lager für ihn hätte säubern sollen. Aber da oben waren Schattenläufer, das hat keinen Sinn gemacht. Egal, wir werden sehen. Beziehungsweise könnt mir ja schreiben, ob wir jetzt was vergeigt haben. Ich habe hier Bücher für dich. Hier ist dein Elf. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ah, es waren alle, oder was? Also Bücherwurm ist auch abgeschlossen. Waren wohl die drei. Marius hat genug Bücher. Ja, waren wohl die drei. Die Quest ist auch abgeschlossen. Dann ab zu Baldezipitur. Der nächste hier, der noch auf den Deckel kriegt. Sieh an, wer aus seinem Loch gekrochen kommt. Hast aber ganz schön lange in meinem Versteck ausgehalten. Hätte Diego mich nicht gefunden, wäre ich vermutlich bald von selbst rausgekommen. Die Langeweile war unerträglich. Und laut dir hat mich glücklicherweise auch niemand suchen lassen. Wie viel Erz schulde ich dir für das Versteck? Lass dein Erz bitte stecken. Das Braber gegen die erledigt ist, reicht mir als Bezahlung. Und keine Sorge, die Sache bleibt unser kleines Geheimnis. Immer wieder dieselbe Leier. Okay. Zeig mir deine Ware. Neue Ware hat er bestimmt auch. Mit dem größten Vergnügen. Aber er hat nur mehr Budlerzucht, was irgendwie so ein bisschen eine Enttäuschung ist. Er hat ein paar Dietriche mehr. Einen Schattengürtel, den wir sowieso schon haben. Und viermal Budlergürtel, also er hat nur mehr Kram, aber keinen besseren. Das ist ein bisschen traurig. Wie läuft's? Nicht so gut. Nach dem Turmunglück ist mir ein großer Teil der Kundschaft verreckt oder hat kein Erz mehr, um irgendetwas bei mir zu kaufen. Früher oder später wird's wieder besser werden. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Nun gut. Also der hat tatsächlich keinen neuen Kram. Ihr könnt mir, wie gesagt, schreiben, falls ich was verpasst haben sollte. Ich male mir nur gerade aus, was es denn sein könnte. Zeig mir nicht. Und er hat auch nur mehr von seinem Kram, aber nichts Neues. Ansonsten, also falls wir jetzt nichts verpasst haben, haben wir tatsächlich gut aufgeräumt an Quests. Und vieles haben wir erledigt, was wir verpassen hätten können. Also, und das haben wir ja nicht. Insofern bin ich guter Dinge, dass wir so gut wie alles erledigt haben. Vertriebene Holzfäller. Ein Schattenläufer hat das Lager im Wald angegriffen und die meisten Budler und Schatten getötet. Die Gardisten werden sich erst einmal nicht drum kümmern. Wenn ich lebensmüde werde, kann ich dem Biest ja einen Besuch abstatten. Was heißt lebensmüde? Wir werden einfach stärker, dann boxen wir das Ding um. Ha, lass mich raten, der Baldezipitur ist jetzt nicht mehr hier. Ist er vielleicht hier in der Hütte? Ha, so kommt man natürlich auch rein. Also Fisk hat uns in sein Lager hineingeboxt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Allerdings ist Baldezipitur nicht hier. Also entweder steht er irgendwo anders rum. Wir müssen eigentlich generell noch mal ein bisschen quer durchs Lager. Vielleicht gibt es hier neue Questgeber. Ansonsten ist er vielleicht irgendwo draußen. Jekyll ist immer noch nicht da. Aber Udo ist jetzt hier. Der war früher nicht da. Oder ich habe ihn verpasst, was natürlich fatal wäre. Aber der hat eh noch nichts zu sagen. Nicht, dass wir da etwas verpasst haben. Aber ich glaub's jetzt mal nicht. Oh. Eine Hütte. Und keiner, der gerade guckt. Ja, erstmal aufs Dach steigen, klar. Das machen wir natürlich als erstes. So, und ihr seht jetzt... Allein hier die Ware vom Feuermagier beweist mir, dass wir noch lange nicht genug Geld haben. Wir brauchen einiges, um auf den Wert zu kommen. Und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass wir nie wieder was bauen müssen. Deswegen behalte ich mal das ganze Holz, das wir noch haben. Wir können es theoretisch bei Fingers verkaufen, dann wieder mitnehmen. Was natürlich extrem Bug-Using wäre, also deswegen, ich versuch's mal zu vermeiden. Aber immerhin haben die hier das Tor fertiggestellt. Da ist ein Scavenger, hier ist ein Schatten. Und da unten sind auch keine Butler mehr. Ich habe das Gefühl, dass man die hätte beklauen können und jetzt nicht mehr, weil die quasi despawned sind. So. Ansonsten, wie sieht's hier aus? Ein Scavenger. Hm.
57 Schaden, 20. Ich dachte, das wäre ein größerer Unterschied. So, die Jungs sind jetzt natürlich hier. Vielleicht wäre das Holzfällerlager auch gar nicht überfallen worden, wenn wir die nicht weggeschickt hätten. Also keine Ahnung, ich habe ja mehrmals gelesen, dass es wirklich Entscheidungen gibt, die man trifft, mit einer Auswirkung aufs Spielerlebnis. Es gibt auch drei verschiedene Enden. Ob das hier auch alles so ein bisschen dazugehört, kann ich nur mutmaßen. Also, Baal Decipitur, falls wir den mal wieder treffen, kriegt er auf jeden Fall auf den Deckel. Könnt ihr mal schauen, ich habe zwar kein gutes Gefühl dabei, aber vielleicht schaffen wir den Schattenläufer ja. Wobei die Chancen sind sehr gering, vor allem weil es da hinten immer so komisch ruckelt. Aber ansonsten hätten wir nur noch die Hauptquest, das heißt in der nächsten Folge gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir den Schattenläufer ja wirklich. Ein bisschen Glück. Und ansonsten... Level up. In Bälde dauert noch ein bisschen. Dann gehen wir mal zum Erik. Bei Nacht, beziehungsweise davor erst zu Gomez hier bei dieser Quest und finden vielleicht den Baal Decipitur. Ansonsten hat sich tatsächlich alles erledigt. Ziemlich gut sogar. Und dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Der hat uns jetzt nochmal hier darauf hingewiesen mit Stone und der Schlüssel hinter der. Wir wissen Bescheid. Stimmt, ich wollte die Tür auch knacken, als wir bei Stone und Skip oben waren. Vielleicht hätten wir einfach den Schlüssel mitnehmen sollen. Dann könnten wir rein, ohne dass die da irgendwie sauer werden. Aber ich glaube, die werden trotzdem sauer. Wir werden es sehen. Wobei, nee. Als ich bei Neck die Tür aufgemacht hatte, ging es auch. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall zentriert sich jetzt wieder ein bisschen. Wir haben nur noch die Hauptquest und ein, zwei Nebendinge und natürlich noch der Schattenläuferkampf und so Sachen halt. Aber das werden wir dann bei gegebener Zeit alles erledigen. Insofern sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.